guten Abend. Sie haben heute die Aufgabe, diesen RB31-Dienst zu übernehmen und die Fahrt nach Dresden Hauptbahnhof zu beenden. Derzeit ist die Strecke über Friedrichstadt gesperrt, sodass Sie über Radebeul Ost umgeleitet werden. Und damit herzlich willkommen zur 14. Folge von Trains in World 2 zusammen mit Tobi. Also es geht doch hier nicht, dass wir einfach das Intro verändern, ja? Ich meine, jede Folge soll mit einer Begrüßung beginnen. Da kann man im Intro, bildlichen Intro, da kann man doch nicht einfach einen Text vorlesen. Ich weiß nicht, was du denkst hier. Ja. Moin übrigens. Der Triebfahrzeugführer, der hier aber vor uns gefahren ist. Der hier müsste es gewesen sein. Der Schalter. Der keine Sicherheitssysteme an. PZB ist nicht an. Jetzt, okay, den Störschalter muss ich auch noch umlegen. Gut. Jetzt haben wir die PZB auch drin. Der hat uns jetzt gerade auch diese Meldung gegeben. Wir sollen diesen Dienst hier übernehmen für ihn. Der hat jetzt Feierabend. Deswegen werden wir jetzt hier in großen Eil eingesetzt, um diese RB31 nach Dresden Hauptbahnhof zu fahren. Eigentlich biegt die in Kosmich auf die Bahnstrecke über die andere Elbseite hinweg ab. Und fährt dann halt über Kossebaude und Friedrichstadt. Die Strecke ist aber gerade irgendwie blockiert. Keine Ahnung warum. Genau was weiß ich da auch nicht. Deswegen wird unser Zug über Radebeul Ost und Dresden Neustadt umgeleitet, ausnahmsweise mal. Ja, und dann müssen wir mal schauen, dass sie uns da eine schöne Trassenkapazität irgendwie aushändigen, ne? Dass wir es noch irgendwie schaffen, uns da auf die Strecke nach Dresden Hauptbahnhof einzufädeln, die ja doch recht eng betaktet ist, weil da fahren ja so ein paar Züge auch lang. Ich glaube, da war auch irgendwas mit, dass wir nicht in Dresden Mitte halten oder so. Och, jetzt wird's eingleisig. Sowas. Naja. Die eingleisige Hauptbahn Priestewitz-Großenhain, die befahren wir jetzt hier. Das ist eine Verbindungsstrecke zwischen den Bahnstrecken Dresden-Leipzig und Cottbus-Großenhain. Übrigens gerade war gerade die Strecke Dresden-Berlin, die Fernbahnstrecke, die uns da überquert hat. Naja, so eine eingleisige Hauptbahn halt, wie man es in Sachsen kennt, immer diese elektrifiziert. Gibt da ja auch andere Exemplare. Ich wollte die lateinische Bezeichnung von Beispiel nehmen, um klug zu klingen. Nicht Exemplare. Gibt auch andere Exempli, zum Beispiel die eingleisige, unelektrifizierte Hauptbahn, Berlin-Görlitz, die ist ja zwischen Cottbus und Görlitz, also im sächsischen Teil zum Beispiel unelektrifiziert. Deswegen, da ist ja so eine eingleisige elektrifizierte Hauptbahn schon was Feines. Aber gut, hier fahren auch ein paar Züge drüber. Die stündlich bis zweistündliche RB31, auf der wir sind. Dann noch die RE15 und der RE18, die jeweils zweistündlich sind, aber sich zum Stundentakt überlagern. Also es ist schon ein bisschen was hier drüber fährt. Deswegen ist es auch nicht schlecht, dass sie elektrifiziert ist. Damit auch auf den Strecken halt auch E-Loks und E-Triebwagen wie die B42 hier fahren können. Haben wir hier eine schöne Hamsterbacke, mit der wir uns hier durch die Nacht durchkämpfen. Ne? Sieht schon schnick aus. Ja. Jetzt sind wir auch schon in der letzten Zeit hin und wieder mal gefahren. Wollen wir auf der Köln-Aachen. Hier auf der Strecke Dresden-Riede sind wir noch gar nicht mit der gefahren. Aber meine da Damen wird's auch noch Herren, was geben. Wir erreichen das Megafon vorne links ist einfach so das Beste. Beste Witz. Sie haben folgende so, Anschlüsse. Blinkten RS50 nach davor war ein großer neuer HL11 über Riesa mit 60 km/h. 19:38 von Gleis. Die Geschwindigkeit, mit der wir in Priestwitz einfahren werden, soll die 85 haben wir unterschritten. Vielen das Dank heißt, die Tauchhinter zu überwachen kann es nicht mehr anhaben. Auf Wiedersehen. Und dann bringt sich mal schön gediegen auf die 60 runter. Nächste Station, Priestewitz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Und so wie das scheint, werden wir da auch pünktlich ankommen, Priestewitz. Eine Minute haben wir noch für unseren knappen Kilometer, den wir mit 60 km/h beschreiten. Können wir ein bisschen Gas geben wieder. Wir müssen ja nicht 55 fahren. Wenn 60 angekündigt sind, können wir auch schon die 60 ausreizen. So, da stehen sie und dann geht's hier gleich in einer Linkskurve einmal auf die Bahnstrecke Leipzig-Dresden
muss ich gerade so lange drüber nachdenken. Und dann dürfen wir mal alle Gleise der Bahnstrecke quer überqueren, weil wir nämlich ja auf die richtigen Streckengleise ja wollen. Pascal, ich kann dir das erklären, warum du darüber nachdenken musst. Das wissen wir, dass du so lange geraucht hast. Warum? Du machst mehrere Dinge gleichzeitig. Du fährst gerade einen Zug und kommentierst ein YouTube-Video. Was erwartest du? Tja. So, da geht's rüber und da sehen wir auch schon die beiden Bahnsteigkanten von Priestewitz. So, einmal rüber hier auf das Überholungsgleis, denn in Richtung Dresden hat die Strecke hier in Priestewitz ein Überholungsgleis. Also da durchgehendes Hauptgleis nach, also hier ganz links am Rand, durchgehendes Hauptgleis nach Leipzig. Dann rechts davon das durchgehende Hauptgleis nach Dresden und wir finden sie auf dem Überholungsgleis in Richtung Dresden. Ja, das kommen wir ein paar Meter zu spät zum Stehen. Aber das ist noch alles im Rahmen. Wie weit sind wir drüber? Bremsen lösen. Naja. Also es geht. Wir also, können, wir also können zwar nicht mehr aussteigen. Wesentlich schlimmere Bremsungen ja. Schon. Also wir können nicht mehr aussteigen, aber die Frage ist, können noch alle einsteigen? Das ist ja schon mal ein Ding. So, stehen wir hier schön in Ruhe. Kann das sein, dass der Abstand ziemlich groß ist? Ja, das kommt drauf an, auf den Zug, weil unterschiedliche Züge haben unterschiedliche Breiten, ne? Aber die Bahnstrecke müssen ja universell für alle Züge möglich sein. Deswegen, je nach Zug, also zum Beispiel dieser Talent 2, der diese Rundung hier, und dadurch ist der unten ein bisschen weiter eingedellt, sage ich mal. Und dadurch ist da ein bisschen weiter entfernt vom Bahnsteigrand. Aber dafür haben diese Züge auch ein Trittbrett zur Überbrückung des Spaltes zum Beispiel. Ah ja. Ich weiß noch nicht, ob wir das so aktivieren können. Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe es jetzt gerade aktiviert, das Trittbrett. Hängt jetzt raus. Also ja, tief 57 cm, das ist jetzt aktiviert, das Trittbrett. Kommen wir gleich mal in Niederau dann schauen, in 8,7 Kilometern, ob wir da ein Trittbrett haben, was sich ausfährt. So, gibt es ja Bonuspunkte für? Nee, glaube ich nicht. Aber es ist angenehmer für die Fahrgäste. Alles stimmt schon. Danke, dass du mich an das Trittbrett erinnert hast. So, mit 60 kamen wir jetzt einmal rüber auf das Regelgleis gleich. Da haben wir einen Teil in zwei Gegenrichtung. So, jetzt zack, einmal hier rüber auf das durchgehende Hauptgleis. Dann können wir auf die 120 km/h auch beschleunigen, die hier gelten auf der Strecke. So, da ist hochgewechselt. Deswegen mit dem Abschätzen, wann ich über den Weichenbereich drüber bin und wann nicht, das habe ich noch nicht ganz so, deswegen schiebe ich da ab und zu mal da unten auf diese Tachoanzeige, wann die rot-weiße Nadel denn da wieder auf die Regelgeschwindigkeit springt. Aber ja. Ich muss sagen, nachdem ich jetzt die letzten Male die ganze Zeit mit 143 oder mit dieser 612er da auf der Dresden-Chemnitz gefahren bin, dann macht es jetzt schon Spaß, mal so eine 442 in der Hand zu haben, die auch mal ordentlich Power gibt. Also wo du mal Ziehung plötzlich losratterst auch mal und die auch direkt reagiert und nicht so träge ist oder nicht so arschlangsam ist, also in der, also arschlangsam in der Beschleunigung halt eben ist, wie halt eben so eine 143 oder vor allem eine 612, die kannst du ja ganz in die Tolle treten. Habe ich aber schon genügend in den letzten beiden Folgen dazu erzählt. Ne? Wo du gerade von guten Motoren redest, hier kann ich auch nur meine Lösung für alles wieder bewerben. Denkst du, du musst die Seite umschalten, wenn du hier hältst? Nee, du hältst sie gar nicht. Egal, ich, Wo soll ich halten? Meine Lösung kein, für alles. Hier ist kein Bahnsteig. Hier war doch links irgendwas. Links war doch Bahnsteig. Nee. Was war denn das sonst? Zwischen Priestewitz und Niederau gibt es keinen Bahnsteig. Da war aber links irgendein Dings direkt an der Bahnsteig, an der Bahnschiene. Keine Ahnung. Also, das ist so wie, wir sind eine Regionalbahn, das heißt, wir halten überall. Deswegen, da wird nicht gewesen sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da was war. Auf jeden Fall, meine Lösung für alles. Fahrpanzer. Die haben guten Motor. Da hat er sich gerade aus Factorio zitiert. Könnt ihr gerne noch mal reinschauen. Wie gesagt, Stress am Bahnübergang, Fahrpanzer. Wie ist es? Stress in der Liebe, Fahrpanzer oder irgendwie sowas? Irgendwie solche Beispiele hat man in der Factorio-Folge auch genannt. Naja.
Ich wollte jetzt noch was zum Thema Passendes hier machen, weißt du? Da habe ich das Thema gleich mal übertragen. Ich finde es immer so ein bisschen... Züge, die Verspätung haben. Fahrpanzer. Ja. Die DB geht dir auf genauso schnell an. Die DB geht dir auf den Sack, weil die Fernverkehrszüge halt zu spät sind. Fahrpanzer. Aber wir sind der Regionalzug, das heißt, wir gehen den Leuten nicht auf den Sack. Aber was ich auch sagen muss, ich finde es immer ein bisschen... Ja, jetzt nicht schwierig, aber ich mag das nicht ganz so in der Nacht fahren, weil irgendwie ist da alles irgendwie so dunkel und man sieht alles nur so schwierig. Klar, ich sehe noch alles, aber du kannst halt eben nicht so. Ich kann halt nicht so in die Umgebung Nacht, reinschauen. Da ist alles so dunkel. Ja, aber du kannst halt eben nicht so die Umgebung dir anschauen. Weißt du, am Tag fest, da kannst du auch mal schauen, was da so ja, links ist, halt aber ich sehe da einfach nur schwarz gerade. Zum Beispiel, was da jetzt gerade links oder rechts neben der Schiene ist. Ja, ist halt dunkel, ne? Ich sehe halt nur die Signale leuchten und halt eben die ganzen Schilder, die ich ja. An der Bahnstrecke sind, aber die leuchten mich auch nur an, weil die wahrscheinlich, ich denke mal, wie so Straßenschilder auch so ein bisschen lumineszierende Schichten oder so, was da drauf haben. Oder allgemein, weil ich die anstrahle und die an dem weiß. Reflektierende Schicht. Ja, meine ich ja. Lumineszierend reflektierend. Lumineszierendes ja eigens leuchtend. Wow, ja. Die Kühe aus dem Spot aus. So, ich gehe mal ein bisschen Gas, weil wir sind gerade 10 km/h drunter. Aber wie ich ja schon auch in den letzten Folgen auf der Dresden-Chemnitz meinte, will ich mir mal angewöhnen, ein bisschen mehr Züge auch rollen zu lassen. Einfach weil das ein bisschen schonender für die Motoren ist, als wenn ich da jedes Mal hier Gas gebe und damit die Motoren unnötig fordere. Deswegen. Oh ja, oh, gerade eine ganz entspannte Fahrt hier. Na gut, hier Priester und Zinderau, das ist auch ein Abschnitt da, der ist halt recht lang ohne irgendwelche Halte. Deswegen haben wir jetzt auch noch 2 Kilometer bis Zinderau. Oh ja. So, und da haben wir einen RE50 in die Gegenrichtung. Ich sag gerade, das Gelb wäre für mich, aber nicht für die Gegenrichtung. Na Gott, schon ist rüber jetzt Gelb hier, kurz vor Zinderau. Was ist denn hier los? Aber nee, das war die Gegenrichtung. Das war das Gegengleis. Nicht für uns. So. Der hat schon wieder das Gelbe wäre für uns, ey. Oh. Nächste Station. Niederau. Immer das rechts von der Bahn. Sehr geehrte Fahrgäste. Bitte achten Sie beim Ausstieg. Wie so ein Tutorial erklärt. Zwischen Zug und Bahnsteig. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Aber ihr könnt es euch anschauen. Ihr, die Zuschauer. Und ja, demnächst noch ein Tutorial zu PZB, SIFA, LZB und AFB, aber da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, ne? AFB. AFB. Tobi hat schon genügend ICE-Folgen mit mir gemacht, um zu wissen, was die AFB ist. Was sie für Geräusche macht, wenn man sie anschaltet. So, Einfahrt in Niederau. Weckert auf, hier das Trittbrett jetzt auszufahren, bringt gar nichts. Weil es ist ein 38 cm Bahnsteig. Und das Trittbrett ist für 55 cm. Aber gesehen haben wir es jetzt noch nicht, ne? Nee, das Trittbrett mache ich dann am nächsten halt. Aber hier ist, das ist noch ein alter Bahnsteig mit niedriger Kante. Also ich musste eine Stufe steigen, um in den Zug reinzukommen. Das ist nicht barrierefrei. Da sieht man es auch ganz gut am Zug, wie da dieser Höhenspalt ist. Ich glaube, das müssten sie auch in der Ansage gesagt haben. Bedacht. Könnte auch ein Trittbrett gebrauchen. Ich weiß ja gar nicht, was die in den, was die in der Bahnhofsansage gerade gesagt haben. Wir schneiden die ja im späten Nachhinein rein. Aber ich habe die schon vor Ewigkeiten aufgenommen. Deswegen weiß ich gar nicht mehr, was da gesagt wird. Aber ich meine, da hieß es aber auch gerade, bitte achten Sie auf den Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ich meine, das hätten sie gesagt. So, und Gas geben. Guck mal, wir können Vollgas geben, Tobi. Das kommt mit den Loks nicht. Jetzt kann ich auch Vollgas gehen und der Zug, der legt los. So, hier vorne ist zwar erst das Halteschild, aber hier zu halten ist ein bisschen blöd, weil das ist doch besser, wenn ich da ein bisschen in der Nähe vom Bahnübergang da. Also wir sind ja erst beim Bahnübergang gehalten, ehe wir da gehalten haben. Oh, ich war zu früh da. Ich bin gerade 2 Minuten zu früh losgefahren. Wie hab ich das denn geschafft, 2 Minuten Verfügung zu bekommen? Ich habe auch schon gedacht, Mann, hat der Junge noch viel Zeit bis zum nächsten Bahnhof. Das ist mir gerade gar nicht aufgefallen.
dass okay, jetzt dann haben wir, nächstes Mal eine etwas längere Pause, würde ich sagen. Ja, dann warten wir beim Böhler ein bisschen länger. Das Problem ist jetzt nur, mir wird jetzt vom Spiel nur nicht angezeigt, wo mein Böhler ist. Also ich weiß, mein Böhler liegt relativ eng hinter Niederau, deswegen... Nächste Station. Weinböhler. Ich habe jetzt auch keinen Hochfahrplan, aber ich weiß auch gerade nicht, an welchem Kilometer sich Weinböhler befindet. Ja, ich fahre mal lieber langsamer auf Sicht. Gut, Sicht von 40 km/h, ich gehe mal runter. Du hast ja Zeit. Ich glaube, da sehe ich schon die Bahnsteigkante. Ja, da sind sie schon, die Bahnsteigkanten da vorne. Ich wollte gerade googeln, wie auf welchem Kilometer Weinböhler ist. Jetzt hat Wikipedia-Artikel der Bahnstrecke Leipzig-Dresden dir holen können. Aber ich weiß, dass die Fahrzeit von Niederau bis Weinböhler die Regelfahrzeit 2 Minuten beträgt, nur also. Ja, moin. Die denken sich auch, Alter, warum kommt der jetzt schon? Der sollte doch gerade erst in Niederau losgefahren sein. Noch nicht mal. So, schauen wir mal, ob jetzt die Trittbretter ausge... Ja, nee, da bin ich ein bisschen zu weit gefahren, als dass wir hier aussteigen können. Dann nehmen wir hier die Tür. Das finde ich auch, also, ganz so zur Vorrede, hier fahren halt überall diese 442 auf dem RE50, also auf der RB31, RE15, RE18. Auf dem... Und die Züge, die hier nachgestellt worden sind, die, das sind, welche vom RE50, vom Saxonia Express, die Triebwagen, die dreiteiligen, wurden hier dargestellt. Also auf dem Saxonia Express gibt es auch noch 5-teilige. Und dann gibt es auch noch 3-teilige, die halt eben auf dem RB31, RE15, RE18 fahren. Und die vom Saxonia Express, die haben diese 3+2 Bestuhlung hier. Die haben die eigentliche drauf fahren auf dem RB31, RE15, RE18 zwar nicht, aber ja, DTEG hat sich natürlich mal wieder einfach gemacht und hat eben nur ein Modell nachgebaut, nämlich das vom RE50. Ja, die erste Tür ist auch ein bisschen heikel. Aber Tatsache, jetzt sind hier Trittbretter ausgefahren worden. Warte, hier in der zweiten Tür sieht man es noch ein bisschen besser. Und jetzt ist der Spalt hier doch ein bisschen geringer. Also, ich kann aber sagen, in der Realität gehen die Trittbretter tatsächlich ein bisschen ran. Also, das war hier noch relativ eindrücklich, als ich in Leipzig mal war, letzten Sommer. Da auf der S-Bahn in Leipzig fahren ja auch solche Wagen, sind ja auch schon auf der S-Bahn Leipzig gefahren in dem Spiel hier, ja. Und die Trittbretter, die sind dann jedes Mal hier ausgefahren langsam, sind dann gegen den Bahnsteig gegengeknallt, einen Zentimeter zurückgefahren und dann gingen die Türen auf. Also da hat es ja wirklich 1 Zentimeter Spalt, nur hier sind die Trittbretter ein bisschen zögerlich ausgefahren, nur. Aber ja, dafür gibt es ja Trittbretter, um solche Spalte eben zu überbrücken, weil teilweise halt eben auch Bahnsteige unterschiedlich weit vom Zug entfernt gebaut wurden. Je nachdem halt eben, was für Lichtraumprofile auf der Strecke halt eben gelten, ne? Deswegen so, Lichtraumprofil. Also wie weit, wie breit der Zug halt eben sein darf, der drauf fährt. Das ist Lichtraumprofil. Ah ja. Und wenn er breit ist, und der breite Zug darf dann wahrscheinlich, keine Ahnung, hier so breit oder irgendwie so sein. Also noch ein bisschen breiter als der Zug hier, aber ich glaube, die Regel Lichtraumbreite in Deutschland liegt, glaube ich, bei 2,8 Meter, bei 2,8 Metern oder irgendwie sowas. Also so um den Dreh irgendwas. Wir haben noch 1 Minute bis zur Abfahrt. Na, immer noch 1 Minute. Also ich weiß nicht, wie ich jetzt hier die 2 Minuten Verfügung hinbekommen habe. Das kann ich mir echt nicht erklären. Übrigens, lustiger Fact aus den Analytics von YouTube im Studio. Auf der Verbindungsstrecke zwischen Parzivalplatz und Scheideplatz, Tramsim, Hashtag 06, München, Munich. Die Zuschauerbindung, ja, die ist ja manchmal ein sehr, beziehungsweise sie ist eigentlich ein sehr gutes Kriterium, wie gut das Video ist, ne? Mhm. Und bei 000, also ganz am Anfang, waren 102% der Zuschauer anwesend. Ja. Ich hatte, glaube ich, auch schon mal irgendwie eine Folge in den Analytics, wo YouTube mir meinte, ja, bei am Anfang des Videos von 124% der Zuschauer haben das geschaut. Wo ich so war, so, okay. Aber das müsste ja bedeuten, dass ein Zuschauer dann nochmal zurückgespult und sich nochmal angesehen hat. Also müssten sich eigentlich jeder Zuschauer, der draufgeklickt hat, sich am Anfang angesehen. Und 20% von denen haben noch sich den Anfang noch ein zweites Mal angesehen. Deswegen kommt es dann auf 120%. Und 102% natürlich, wenn sich 2% der Leute das Ganze nochmal anschauen. Das wäre jetzt zumindest meine Rechnung und Überlegung.
Gut, könnte sein. Das Intro war so gut, das muss man sich nochmal anschauen. Ja. Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund einer Schränkstörung verkehrt unser Zug über Dresden-Neustadt nach Gießen-Hauptbahnhof. So. Weiter geht es jetzt nach Coswig. Radebeul-Naundorf, Niederwarter, Kossebaude, Dresden-Stetsch, Dresden-Chemnitz, Dresden-Kotta und Dresden-Friedrichstadt nicht bedient werden. Schauen Sie, und ab hier in Coswig beginnt jetzt auch unsere Umleitung. Man muss jetzt auch mal schauen, weil eigentlich hält unsere RB31 in Coswig auf Gleis 5. Einziger Zwischenhalt auf der weiteren Fahrt nach Dresden Hauptbahnhof bis Dresden Neustadt. Wir bitten um Ihr Verständnis. Der Halt ist Coswig gefolgt zu dem heute abweichenden. Ganz kurz, Angst, dass PZB das nicht gefressen hat. Das ist meine Bestätigung, weil du musst hier ein bisschen länger drücken, die Taste, ehe das piept. Deswegen, manchmal ist es so, dass wenn es nicht piept, ist auch nicht akzeptiert. Aber manchmal ist es so, dass wenn du drückst, aber es noch nicht piept, ist es trotzdem schon, doch schon akzeptiert hat, dein Drücken. Deswegen bin ich da manchmal ein bisschen vorsichtiger. Meine Damen und Herren, wir erreichen in wenigen Minuten. Oh, ja, sieht man gekostet, wie sieht man dann beleuchtet. Sie haben folgende Anschlüsse. Und übrigens auch Grüße an die 0,9% Zuschauer aus Österreich. Um 19.56 Uhr von Gleis 1. Ich bin so doch schon wieder bei YouTube Analytics mit jeglichen Zweifeln, die hier aussteigen. So, das war jetzt gerade die Bahnstrecke aus Meißen. Auf Wiedersehen. 49,5% sind aus Deutschland. So viele Länder gibt es gar nicht, dass du das in Prozent angeben kannst, wenn 0,9 danach das höchste ist. Das geht einfach nicht. Station, Coswig. Okay, es geht schon, aber Richtung rechts. Ja. Naja. Ey, aber was mich sehr freut, ist, dass mehr Leute abonniert haben. Wir hatten früher eine Abonnentenrate von, also wie viele Leute, die unseren Kanal schauen, den auch abonniert haben, ja. Hatten wir von 9% weniger zum Teil. Aktuell sind wir fast bei 24% und das freut mich, Leute. Aber da sind immer noch 76,2%, die nicht abonniert haben, Leute. Also, wenn ihr solche geilen Videos nicht verpassen wollt, ne, dann subbt doch gerne rein. Da bin ich kurz ins Englische abge... Nee, Denglisch, egal. In Twitch-Sprache. Ja. So. Lass doch gerne ein Abo da. Subscribe this channel for our English friends. Während Tobi gerade geredet hat, da kam noch eine Ansage von unserer Zugbegleiterin, die Fahrgäste gleich nochmal drüber aufgeklärt hat, dass wir jetzt anders fahren werden und dass wir hier in Coswig als auch abweichend hier auf Gleis 3 halten und nicht auf Gleis 5. Gehen wir ganz kurz widerrechtlich über Gleis 4 drüber. Denn Gleis 5 ist hier noch mit 38 cm, das ist auch so ein alter Bahnsteig, der nicht saniert wurde, dargestellt, weil damals hat man nur die Bahnsteige 1 bis 4 saniert. Mittlerweile findet sich der Bahnsteig 5 in der Sanierung. Ich weiß gar nicht, ob er mittlerweile sogar fertig ist, aber man baut den jetzt auch aus. Mit Fahrstuhl und allem drum und dran, weil der hier ist einfach nur unbarrierefrei über eine Treppe begehbar und halt eben auch kein barrierefreier Einstieg in den Zug möglich. Auch wenn hier nur die RB31 in Richtung Dresden Hauptbahnhof, halt eben über Kossebaude und Dresden-Friedrichstadt hier sonst halten, wenn sie jetzt nicht gerade wie wir Umleitung fahren müssen. Ich bin übrigens gerade das fünfte Mal aus Discord rausgeflogen. Das ist so sehr nervig. Ihr kriegt davon nichts mit, aber ja. Tobi kriegt's mit. So, Tür noch schließen. Dann schauen wir mal. Da war gerade auf dem Richtungsvoranzeiger ein S. Mal schauen, ob wir jetzt über die S-Bahnstrecke geleitet werden oder über die Fernbahnstrecke. Weiß ich nicht. Aber wie jetzt auch gerade bei der Ansage von unserer Zugbegleiterin Hanna, wir uns grüßen nochmal da. Nochmal raus, dass sie das Ganze eingesprochen hat. Dankenswerterweise. Doch ein S für die S-Bahn-Strecke. Okay. Wenn Sie über die S-Bahn-Gleise prügeln wollen, dann gerne. Wo ich stehen geblieben? Genau, in der Anschlussansage hatte sie auch gesagt, nochmal. Einhalt in Dresden Mitte. Sie hätten sich das besser gemerkt als ich. Ich war mir nicht ganz sicher, ob wir in Mitte halten oder nicht jetzt. Aber nee, wir halten wahrscheinlich nicht in Mitte. Einfach damit wir wahrscheinlich einfach das Einhalten, dass wir uns da irgendwie zwischen die Züge durchquetschen, würden wahrscheinlich in Mitte halten, ne? Dann würden wir den Zug hinter uns so wahrscheinlich aufhalten, ne? Und deswegen hat die Fahrdienstleitung einfach kurzerhand beschlossen, dass wir nicht in Mitte halten, ne? So, 120 gelten hier auf der S-Bahn-Strecke. Und die werden wir uns dann auch mal. Alten, ne?
und sagen, sie über die S-Bahn-Strecke umleiten, obwohl die eigentlich relativ enge Zugfolge hat. Wenn ich überlege, an sich fährt hier die S1 und die Verstärker der S1 wie der RE50. Wobei das ja aber auch so ist, wenn beim RE50 Baustellen sind, was aktuell gerade wieder ist, weil der Streckenabschnitt zwischen Priesterwitz und Riesa wird gerade auf 200 km/h ertüchtigt. Die nächsten Jahre, bis 2025, 26 irgendwie, dauert das noch an. Deswegen die Strecke da aktuell nur eingleisig befahrbar ist. Deswegen kommt es zu Fahrzeitverschiebungen auf der RE50. Und aufgrund dessen, aufgrund der kleinsten Fahrzeitverschiebungen, kann der RE50 nicht mehr in Radebeul Ost halten und nicht mehr über die S-Bahn-Strecke fahren, weil es sich sonst mit den S-Bahnen ins Gehege kommt. Weil die S1 an sich fährt ja im 30-Minuten-Takt. Und die Verstärker dichten die S1 halt auf einen 10-20-Minuten-Takt. Also alle 10 Minuten, alle 20 Minuten, alle 10 Minuten, also 10 Minuten, 20 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten halt eben. Und da ist dann halt eben die Trassenkapazität hier ein bisschen enger. Und da ist natürlich blöd, wenn sich da so Züge unterschiedliche Geschwindigkeiten, weil die S-Bahn hält ja überall und der RE hält halt nicht überall, sondern fährt hier dann in Radebeul durch die ganzen Halte durch, wie wir jetzt gerade auch als Regionalbahn. Wenn die sich da in die Quere kommen, ist es da mal ein bisschen schwierig und eine Glanzleistung für die Planer, das so hinzubekommen, dass trotzdem der Halt in Radebeul Ost gewährt werden kann, wenn der RE50 normal fährt. Wobei ich mich auch frage, was sucht ein RE in Radebeul Ost, wenn selbst die RB, also wenn selbst sie nicht mal eine Regionalbahn hält und alle anderen REs auch hier durchfahren. Also. Übrigens, hier sind gerade auch sehr, sehr viele Züge unterwegs. Das liegt einfach daran, weil das ist halt eben die Strecke aus dem Rush Hour. Und wenn du jetzt nicht so einen Standard normales Szenario fährst, wo du einfach einen Strecker den abfährst auf einer Linie, sondern wie ich jetzt hier so einen Special-Szenario fährst, nenn ich's mal. Also wenn du normal so einfach die Strecke abfährst mit einem Standard-Szenario, dann hast du halt eben einfach alle Züge mit den Fahrzeiten im Spiel. Also das sind einfach alles Züge, die du auch selber auch fahren kannst, die du halt eben hier auf der Strecke dann siehst. Und die Züge entsprechen eben ungefähr dem realen Fahrplan. Spielst du jetzt so ein Special-Szenario, da wollen sie eben dieses Rush-Hour-Feeling nochmal extra vorheben und tun dir so viele Züge wie nur möglich auf die Strecken draufpumpen. Deswegen sind jetzt viel mehr Züge unterwegs, als eigentlich in der Realität fahren würden. Deswegen jetzt auch gerade dieser enge Zugfolgeabschnitt, also in der Realität wäre das ja total dumm. Wenn du da die 442 fährt und dann plötzlich zwei Minuten später hinterher rollt der Doppelstockwagenzug. Also der Doppelstockwagenzug würde ja die ganze Zeit nur gegen gelbe Signale fahren zum Beispiel. Das wäre ja überhaupt nicht sinnvoll. In der Zwischenzeit, während du das eine erzählt hast, zweimal aus Discord rausgeflogen. Ich habe das Gefühl, die Häufigkeit nimmt sehr stark zu. Ich werde auf jeden Fall mal neue Stadt drücken. Wir müssen uns mal nachhaltig irgendwie darum kümmern, dass es bei dem Discord mal wieder ordentlich läuft. Du, wir uns darum kümmern, ja, danke. Alias du. Ich kümmere mich nicht um deinen PC, das ist richtig. So ein bisschen ernüchternd, dass wir nur 120 fahren können, weil hier drüben auf den Herren- und Regionalbahngleisen, das sind nämlich 160 eigentlich zugelassen. Aber gut, wenn der FDL meint, es sei sinnvoll, uns über die S-Bahngleise zu schicken, dann müssen wir auf den FDL hören. Nochmal keine andere Wahl, als das zu nehmen. So, mal schauen, wo wir in Dresden-Neustadt dann halten. Also wenn wir jetzt auf der S-Bahn-Strecke hier bleiben, weil gerade bei Ost waren wir jetzt ja gerade, da hätten wir jetzt dann auf die Fernbahngleise rüber wechseln können, haben wir aber nicht. Wir sind hier auf den S-Bahn-Gleisen geblieben. Das heißt, wir könnten, da wir auf den S-Bahn-Gleisen 1-2 in Neustadt halten, das bringt ja nichts. Also, ja, wir sind zu schnell. Also könnte es sein, dass wir auf Gleis 3 rübergeschoben werden, also auf das Gegengleis der Strecke in Richtung Görlitz. Da könnten wir auch rübergeschoben werden, weil bis zum letzten Fahrplanwechsel war es so, dass der RE50 hier in Richtung Dresden dann hinter Radebeul Ost nicht auf die Planbahnstrecke rübergewechselt hat, sondern auf der S-Bahnstrecke geblieben ist und dann auch auf Gleis 3, also dem Gegengleis in Richtung Görlitz gehalten hat, während er zu anderen Fahrplanwechseln dann auch schon auf Gleis 7 gehalten hat, wo er eigentlich halten sollte in Dresden-Neustadt. Aber es kommt auch mal drauf an, wie zum Beispiel gerade die Fernzüge, wie deren Fahrpläne sind oder
Und wenn es irgendwelche Fahrzeitverschiebungen oder so gibt mit den Fahrplanwechseln, dann kann es halt sein, dass das Gleis 7 jetzt gerade nicht befahrbar ist oder hier eine Güterzug die Strecke belegt oder so und deswegen der RE50 dann auf Gleis 3 halten muss. Und solange da kein Zug in Richtung Görlitz in die Quere kommt, ist ja alles in Ordnung. Ne? So, 70 km/h mit einer 1000 Hertz Überwachung. Bremsen mal runter. Das heißt, wir werden jetzt gleich hier in diese enge Rechtskurve reinkommen, über die wir dann nach Dresden-Neustadt gelangen. Die Strecke ist ja hier über eine relativ enge Rechtskurve in den Bahnhof Dresden-Neustadt eingebunden und endet dort dann ja auch. In Dresden-Neustadt, das ist ja der Ort, wo beinahe alle Bahnstrecken enden. So, 60 km/h haben wir jetzt bekommen. So, die Strecke Dresden-Görlitz, die endet in Dresden-Neustadt. Die Strecke Leipzig-Dresden, die endet auch in Dresden-Neustadt. Und die Bahnstrecke Dresden-Detschin, die endet auch in Dresden-Neustadt. Und auf die werden wir auch wechseln, weil diese Verbindungsstrecke zwischen Dresden-Neustadt und Dresden-Hauptbahnhof, die gehört nämlich auch zur Bahnstrecke Dresden-Detschin. Deswegen. So, 70 haben wir erreicht, die gelten noch ab hier. Und jetzt kommen die 60. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Dresden-Neustadt. Sie haben dort folgende Anschlüsse. Die S2 nach Dresden Flughafen über Dresden-Klopstedt 19.55 Uhr von Gleis 1 und die RB61 nach Zittau über Dresden-Klopstedt 20.02 Uhr von Gleis 3. Ich möchte Sie zudem darauf hinweisen, dass dieser Zug nicht in Dresden mithalten wird. Bitte beachten Sie auch die Lautsprecherdurchsagen an den Bahnsteigen. Sehen wir auch. Oh, das war eine WhatsApp, die ich gerade bekommen habe. Das bitte ich zu entschuldigen für alle, die jetzt gerade in ihr WhatsApp-Web schauen, ob sie da eine Nachricht bekommen haben. Nein, das war ich, weil ich den WhatsApp-Web im Hintergrund noch offen habe. Eben dich. So, und ja, jetzt wechseln wir hier auf Gleis 3 rüber. Das Streckengleis der Strecke Dresden-Görlitz in Richtung Görlitz. Aber gut, dann müssen wir halt eben hier abweichend halten. Habt ihr auch gehört, kam keine Regelansage, sondern nur die von Hanna. Aber ist ja logisch, wenn wir eigentlich hier nicht langfahren sollten, dann ist im Bordcomputer auch die Ansage für Dresden-Neustadt natürlich nicht eingeplant. Deswegen hat da Hanna die Ansage freundlicherweise übernommen. Ich weiß nicht, für die Zuschauer, die jetzt die letzte Folge gesehen haben, ist das jetzt eigentlich angenehmer so, wenn jetzt nicht drei Ansagen pro Stopp kommen, sondern nur noch eine Ansage pro Bahnhof kommt? Ich habe es mir nicht angehört, aber ich vermute einfach mal stark, ja. RB31 nach Dresden Hauptbahnhof über Dresden Hauptbahnhof. Toll. Also, Elisa hat sich tatsächlich die Folge angesehen, also die Ansagen der Mitteldeutschen Regiobahn der letzten beiden Folgen gesprochen hat. Die hat sich auch die letzten beiden Folgen angesehen. Keine Ahnung, ob sie sich auch diese Folge ansehen wird, weil ihr das Projekt so gut gefällt, weiß ich nicht. Aber sie meinte, es war dezent nervig, dass sie anderthalb Stunden am Stück die ganze Zeit nur ihrer Stimme gehört hat, wie ich die reingestellt habe als Ansagen, weil das kam ja halt auf halt auf halt. Also, ja. Deswegen. Wobei es ja am Anfang vor allem schlimm war. Ja, von dann weiter. So, und jetzt fahren wir über Dresden-Mitte hinweg. Wir halten nicht nach Dresden Hauptbahnhof. Da hat man gerade als Richtungsanzeige auch ein M für Dresden-Mitte. Das heißt, dass wir über die Regionalbahngleise fahren werden und nicht über die Güterzuggleise. Aber das dachte ich mir auch schon. So, dann geht's jetzt hier einmal, wahrscheinlich gleich noch eins links rüber, dass wir auf dem Gleis 4 landen. Ja, da geht's jetzt gerade rüber für uns aufs Gleis 4. Jetzt sind wir auch auf dem richtigen Streckengleis und nicht mehr auf dem Gegengleis. Dann können wir auf unsere 80 km/h beschleunigen, die hier gelten. Ne? Bis Dresden-Mitte. Hinter Dresden-Mitte kommen dann ja 60 km/h bis Dresden-Hauptbahnhof. So, dann haben wir hier die
Jenice, die man gerade nicht sieht, aber die ich auch schon in S-Bahn-Szenarien gezeigt habe davor. Und da hinten haben wir das Wärmekraftwerk, über das wir uns ja auch schon mal in der anderen Folge meine Damen und Herren, haben. Wir erreichen in wenigen und, Minuten. Eigentlich sind wir immer auf Gleis 3, nicht auf Gleis 4. Oh, vor allem auf dem Gegengleis auch nicht. Ich habe keinen Gegengleisanzeiger gefunden. Sie haben folgende Anschlüsse. Ist ja, dass die Gegengleisfahrt nicht immer signalisiert wird. RB160 nach Zittau über Dresden-Kortsche. Ich dachte, wir kriegen einen Gegengleisanzeiger vielleicht bei der Gegengleisfahrt. Und in den Szenarien auf der Strecke Dresden-Chemnitz, das sind wir fast direkt an dem Ding vorbeigefahren. Also das befindet sich dann direkt neben dem Abstellbahnhof Dresden-Altstadt, durch den man ja durchfahren muss, um Richtung Chemnitz zu kommen. Von Gleis 8. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. So, 60 km/h war reicht. Nicht mehr machen. Da kommt ein Vorsignal wieder. Hola für die 60 km/h. Nächste Station, Dresden Hauptbahnhof. Dieser Zug endet dort. Fahrgäste, bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns für Ihre Fahrt mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So. Mittlerweile findet man sie auf dem Regelgleis. So würde man wurden endlich rübergeschickt. Und hier rausfliegen und wieder reinkommen, das wäre so nervig. Kann ich mir auch gut vorstellen. So, hier mal einen gelbes Signal mit verkürztem Bremsabstand. Na gut, ich muss gar nicht runterbremsen. 65 haben wir schon erreicht und das ist ja die Geschwindigkeit, die man nicht überschreiten darf, wenn die 500 Hertz Überwachung beginnt. Also alles super. So, schauen wir mal. Schaut so, als ob wir hier oben auf Gleis 2 halten würden. Das ist ja auch das Gleis, auf dem wir in der Realität auch halten, also auf dem die in der Realität auch die RB31 sowie RE15 und RE18 halten, ne? Also diesbezüglich alles richtig, also mit dem RE18 war es ja Richtung Großhändler, wenn wir in die Gegenrichtung gefahren sind, da sind wir ja unten im Kopfbahnhof gestartet, auf Gleis 10 oder so, was ja nicht der Realität entspricht. Aber hier der Gleis 2, das ist das Gleis, in dem wir auch in der Realität halten, auf dem wir auch in der Realität halten würden. So, 45 km/h haben wir jetzt auch unterschritten. Das ist das, die Geschwindigkeit, die man, nach, die man 143 Meter nach Eintreffen der 500 Hertz Überwachung erreichen sollte. Und von da aus dann runterbremsen auf die 0 km/h vor dem roten Signal, was hier direkt vor uns steht. Und da vorne, also hier ist das rote Signal, weil hier vorne sind mich dann das Gleis 2a. Über Züge unabhängig vom Gleis 2 hier, auf dem wir stehen, halten können noch. Ja, und da sind wir sogar eine Minute zu früh da. Und da sagt noch einer jemals, die DB sei nicht pünktlich oder ich könne nicht pünktlich fahren, ne? Das haben wir doch tatsächlich perfekt geschafft hier. Auf dem doch relativ kurzen Szenario, aber schlecht war es auch nicht. So, da können wir die Türen schließen. Und im Fahrgastinformationssystem stellen wir mal auf nicht einsteigen. Zack, übernehmen wir auch. Und wir rausgehen, steht noch da, RB31, nicht einsteigen. Gute Arbeit, damit sind all ihre Aufgaben in diesem Arbeiten hier abgeschlossen. Sehen wir uns an, wie sie abgeschnitten haben. Ah, es ist damals schon Feierabend, Tobi. Ha, ich dachte, ich bin jetzt noch eine Nachtschicht reingedrückt. Aber nee, wir sollten nur den Zug noch vom großen Handy her übernehmen. Ohne nachts wir noch weiterarbeiten müssen. So. In Priesterwitz waren wir pünktlich. In Niederraum waren wir 3 Minuten zu früh. In Weinböhner waren wir 3 Minuten zu früh. In Kostwig waren wir 1 Minute zu früh. In Neustadt waren wir 1 Minute zu früh. Und in Dresden waren wir auch 1 Minute zu früh. Also Hauptbahnhof. Ja, ich würde sagen, so. Ich glaube, ich hätte die Verfrühung, also gut, ich habe die Verfrühung dann auch abgebaut. Also das Einzige, was ich habe, war, dass ich in Priesterwitz da, nee, in Niederau bin ich viel zu früh losgefahren. So rum war es, dass ich in Niederau gar nicht drauf geachtet habe, dass ich 3 Minuten Verfrühung hatte.
und deswegen dann 3 Minuten zu früh losgefahren bin. Ich muss sagen, das war doch eine relativ entspannte Fahrt im Vergleich zu den letzten Folgen. Und ich glaube, wenn man das so im Kontrast sieht, dann merkt man noch mal, wie herausfordernd doch tatsächlich die Strecke Dresden-Chemnitz ist, mit ihren ganzen Geschwindigkeitswechseln, ihrem Auf und Ab. Und ich hatte in den letzten Folgen ja auch immer wieder Probleme, meine Geschwindigkeit zu halten, ne? Was zum Beispiel, als ich so einfach so gespielt habe, ohne Aufnahme, hatte ich diese Probleme ja nicht. Aber dann halt eben mit aufnehmen und kommentieren hatte ich diese Probleme massiv, die ich jetzt ja eher wenig hatte. Das war jetzt vielleicht ein oder zwei Mal kurz ein bisschen drüber bei der Geschwindigkeit, habe dann aber auch direkt runtergebremst. Was jetzt auch nicht so dramatisch halt eben war. Aber dort war das ja viel dramatischer. Einfach weil halt eben dieses ganze Bergauf, Bergab war, während das hier ja relativ seicht und eben ging. Also, ja, da sieht man schon nochmal, dass nicht nur der Zug halt eben sich unterschiedlich fahren lässt, sondern auch Strecken einen ordentlichen Einfluss haben. Und sowas wie eine bergige Gebirgsvorlandsstrecke wie Dresden-Chemnitz, was ganz anderes ist als Dresden-Leipzig, die einfach nur durch flaches Land durchführt. Noch irgendwelche Abschlussworte, Tobi? Ah, wahrscheinlich ist er gerade immer noch aus Discord rausgeflogen oder schon wieder aus Discord rausgeflogen. Wer weiß das schon? Nein, ich hatte mich gemutet. Ach. Oder das? Das geht natürlich auch. Och, Mann. Na dann, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und ja, hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Checkt auch gerne die anderen Projekte ab. Jetzt bin ich aus Discord Na dann, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!